Grüß Gott und herzlich willkommen hier aus dem Kapitelsaal des Klostermuseums St. Märgen. Dieses Jahr auch wieder virtuell auf digitalem Weg, leider, aber sind wir guter Dinge, dass wir 2023 dieses Jahr wieder anders beginnen können. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ich darf Sie recht herzlich begrüßen wieder zum traditionellen Neujahrsgruß aus St. Märgen der Künstler Lambert Bumiller und Giorgi Dombrady. Sie haben was ganz Besonderes vorbereitet für Sie dieses Jahr, neben einem Walzer von Chopin erklingt auch heute Abend ein Ave Maria des argentinischen Tango-Komponisten Astor Piazzolla. Und damit wird auch der Bezug zu St. Märgen hergestellt, weil der Name St. Märgen kommt aus dem mittelalterlichen Mariazell, Sancta Maria ursprünglich. Und da bin ich jetzt selbst gespannt darauf, auf das, was uns erwartet. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir ein herrliches Konzert hören. Einen herzlichen Dank auch an die Unterstützung von Herrn Joachim Kosmann, der uns hier diese digitale Geschichte aufgebaut hat. Herzlichen Dank, Herr Kosmann, und natürlich auch virtuelle Blumen an die Künstlerin und den Künstler. Herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, hier uns das Neujahrskonzert auf diesem Weg zur Verfügung zu stellen und zu präsentieren. Ihnen allen wünsche ich ein sehr, sehr gutes 2022. Wir hoffen, dass uns Corona irgendwann verlässt. Wir haben 2022 auch großes Vor in St. Märgen. Wir werden wieder hier Rossfest haben und hoffen natürlich, das in traditioneller Weise wieder ausführen zu können. Aber warten wir es ab. Lassen Sie sich impfen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank.